Konzert und das will ich wissen. Wer war schon auf einem Konzert von mir, von der Hautkante? Also drei, sind mehr. Ja, auch ein Mann ist dabei, okay, aber du bekommst kein Kind von mir. So, und ja, wenn Sie schon mal waren auf einem Konzert von mir. Und viele sagen nach, das ist nicht Howard trägt keine Brille, aber ich sage Ihnen, ich bin über 70 und in manchen Situationen brauche ich jetzt eine Brille. Und ich möchte den nächsten Song noch bringen. Und zwar, ich habe keine Weihnachtslied dabei, ja, aber wer schon mal da auf einem Konzert von mir, der weiß, dass ich großer Fan bin von Evergreens, von Stars. Und ich habe einen Titel. Und diesen Titel möchte ich sozusagen wie ein Weihnachtslied, aber es ist keins in Mitte, möchte ich Ihnen schenken. Und ich möchte mit diesem Lied was rüberbringen. Und zwar möchte ich jedem Einzelnen hier in dieser ausverkauften Mega Arena, möchte ich schenken Gesundheit, Mut, Zuversicht und vor allen Dingen, dass Sie vielleicht wieder mal an die guten Werte von früher denken. Ein Lächeln im Gesicht. Dass Sie vielleicht den Nachbarn auch mal grüßen, auch wenn er vielleicht nicht der Fall ist. Aber ein Hallo, ein Guten Morgen, ein vielleicht auch mal in der Branche, in Geschäften, wenn wir einkaufen tagtäglich, die, wo an der Kasse sitzen, wo arbeiten, für uns. Einfach mal ein Dankeschön und ein Bitteschön, denn irgendwo haben wir die Werte in den letzten Jahren verloren, oder? Und ich glaube, das holen wir wieder mal zurück. Ja? Das sind alles, alle Menschen, ein Planet. Und diese Song, die ich jetzt bringe, wünsche ich euch und euren Familien und auch die Menschen, die wir leider vermissen, wenn sie da oben sind und nicht mehr bei uns sein können, aber in Gedanken sind sie bei uns, wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest mit diesem Lied und der passt, weil der Text ist wunderschön und ich hoffe, wir bekommen bald wieder diese friedliche Welt zurück. Viel Spaß mit jetzt. Für euch. Oh.
Oh. Nee, aber da muss ich was erzählen. Die Lisbeth war auf einen runden Geburtstag eingeladen. Ne? Ich sag jetzt nicht wo, oder darf ich doch, bei der Sandra, ja. Und da hat die Lisbeth den Howie kennengelernt. Oh, und wie war gleich hin und weg. Und dann hat der Howie noch da mit ihr gesungen. Und das war Zufall. Wegen dir. Na, ah ja, nationales Schläf, wegen dir ja mit Kerstin hatte. Da warst du Kerstin? Ich war mit Kerstin, genau. Ich war aber nicht dort, ich war auch, ja. Du warst am Ort, genau, du warst mein Howie. Oh. Okay. Also, ich meine, du bist ja wirklich hier auf deiner Homepage, da steht, die Ohren werden Augen machen. Und das stimmt doch, oder? Danke schön. Moderator vor vielen Jahren bei der Rudi Carell Show das goldene Mikrofon geholt und hat begeistert seitdem als Sänger auf jeden Fall. Du machst den Louis, du machst den Peter Maffay. Wen machst du noch alles? Also ich sage immer, Howard ist mein Steckenpferd und dann kommen Songs, die ich selber interpretiere mit meiner Stimme, aber viele sagen, boah, es klingt wie Louis Armstrong, das klingt wie Elvis. Ich bin der anderer Meinung, aber den Leuten gefällt es. Und ich mache einfach nur Musik, damit die Leute wieder mal ein bisschen untereinander Spaß haben, damit sie den Alltag vergessen. Denn alle Künstler, die hier auftreten, und egal wo, die versuchen immer ihr Bestes zu geben, um das Publikum zu unterhalten. Und wenn man dann, ja, das ist wirklich so. Und die Künstler hatten es nicht einfach in Corona, glauben Sie mir das? Ganz bestimmt nicht. Nicht die Verluste, sondern es hat gefehlt, die Gespräche mit den Menschen, das Zwischenmenschliche, das fehlt. Und das müssen wir uns irgendwann wieder zurückholen. Und das kann man schaffen, wenn man jeden Künstler so nimmt, wie er ist. Und auch es irgendwo wertschätzt, dass er auf die Bühne geht. Es ist nicht so einfach, hier drauf zu gehen, zu singen, live zu singen, nicht wie im Fernsehen. Vollblickig, sondern live. Und deswegen, alle Künstler, die heute Abend da sind, finde ich klasse, dass ihr gekommen seid. Und mal ein Dank, ja? Mal Applaus, doch, wirklich. Das ist wirklich so. Nicht mehr, oder? Das ist doch so. Und deshalb auch, dass das jetzt weitergemacht wird, obwohl Heinz nicht mit dabei ist, der uns auch fehlt. Ich durfte Heinz nur zweimal kennenlernen. Live, persönlich, möchte ich auch mal ein Dankeschön sagen an den Klaus und an die Elke, ihren Mann, die hier das weitermachen. Genau. Und da brauchen sie die Unterstützung vom Publikum. Bringt das nächste Mal mehr Gäste, freut mich. Jawohl. Applaus, richtig. Und die Tina und der sind einige, ja, richtig, ja. Paar Beine. Ja, muss man einfach mal sagen. Ganzes Team, ja. Richtig. Auch ganz lieben Dank hier für die Technik, was der den ganzen Abend macht. Ja, richtig. Ja, gut, da können wir von mir 1000 Euro bekommen. Aber das habe ich ja noch nicht gewusst, siehst du? Ja gut, da gehen wir dann zusammen in Urlaub. Deswegen strahlt der so, ja? Okay. Ehrlich. Howie, nochmal ganz lieben Dank. Ich habe mich zu bedanken, dass ich da sein darf. Sag mal, werfen dir die Frauen auch BHs auf der Bühne? Nein. Nicht? Höschen? Nein, bei mir kommt so Voltaren-Tablette. Dann hängst du mal so Stützstrümpfe. Ach komm, erzähl mir doch nichts. Du kriegst die Blumen. Hast du nur Glück, wenn ein paar Töpfe mehr dran sind, gell? Ja, wenn die Töpfe fliegen, gut. Nee, also nochmal ganz lieben Dank. Du kommst ja nachher nochmal, du kriegst ja auch einen Preis. Oh, okay. Ah, okay. Ja. Aber da wummel dich noch ein bisschen auf die Folge. Also, du kannst. Bitte noch im Herzlichen. Ich bedanke mich auch. Danke schön. Danke schön.